Am 9. Oktober gehen wir in die Wahl. Heute in 4 Wochen möchte ich am Montag, dem 10. Oktober, bereits mit meinem Landesvorstand der CDU in Niedersachsen darüber entscheiden, mit wem wir Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Das geht aber nur, wenn wir am 9. Oktober um 18 Uhr, dann um 18.30 Uhr mit der ersten Hochrechnung, dann um 19 Uhr vor der versammelten Presse, der Weltpresse, ich habe es gestern gesagt, erklären können, die CDU Niedersachsen ist erneut stärkste Kraft. Wir haben einen klaren Regierungsauftrag nach Schleswig-Holstein, nach Nordrhein-Westfalen, das klare Gegengewicht zur Ampel in Berlin. Und das ist bitter für unser Land nötig. Der amtierende Ministerpräsident, mein Mitbewerber, muss im Moment in jedem Interview erklären, warum er wahrscheinlich die nächste Wahlperiode noch durchhält und warum er dann am Ende der Wahlperiode, so er denn gewählt würde, dann in den Ruhestand geht. Er werde auf jeden Fall dann in den Ruhestand gehen. Und ich sage auch an die Niedersächsinnen und Niedersachsen, der Gestaltungsanspruch, der Anspruch der Menschen in diesem Land, einem Land mit 8 Millionen Einwohnern, das zweitgrößte Flächenland der Bundesrepublik Deutschland, der Anspruch der Niedersachsen kann nicht sein, dass wir nur einen Ministerpräsidenten bekommen, der nicht über die nächste Legislaturperiode hinausdenkt, sondern wir brauchen einen Ministerpräsidenten, der eine Vision für dieses Land hat, der einen Gestaltungsanspruch für Niedersachsen hat, der klar sagt, was zu entwickeln ist für dieses Bundesland in den nächsten Jahren. Es geht eben nicht um weiter so. Es geht nicht um Bewahrung des Status quo. Es geht nicht um Schaukelstuhl. Es geht vor allen Dingen nicht um Stuhlkreise. Meine Damen und Herren, mein Mitbewerber hat geworben mit einem Spruch, dieses Land in guten Händen, Klammer auf, das haben einige CDU-Verbände in den letzten Wahlkämpfen hier und da schon benutzt. Aber einen Unterschied zwischen uns beiden gibt es. Ich lege mit Sicherheit nicht die Hände in den Schoß. Da gehören Sie nämlich nicht hin. Dieses Land, Niedersachsen, braucht starke, braucht anpackende Hände, damit es in diesem Bundesland auch für die nächsten 10 Jahre aufwärts geht, wir Zukunft gestalten wollen und nicht rückwärts gewandt Rot-Grün oder ein Vergangenheitsmodell bewältigen. Niedersachsen ist ein Chancenland, das sagt natürlich jeder Landesvorsitzende und jeder aus einem Bundesland, aber ich will es schon deutlich machen. Gerade in dieser Situation wird Niedersachsen eine maßgebliche Verantwortung für die Energieversorgung der Bundesrepublik Deutschland darstellen. 99% der Erdgasversorgung kommt derzeit aus Niedersachsen. Wir werden im Bereich der Wasserstoffwirtschaft entlang der norddeutschen Küste gemeinsam mit Hamburg, gemeinsam mit Schleswig-Holstein, gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommern jetzt die notwendigen Weichen stellen müssen, um schnell unabhängiger von russischem Gas zu werden. Wenn es nach der CDU in Niedersachsen gegangen wäre, in den letzten 5 Jahren allein gegangen wäre, hätten wir längst ein LNG-Import-Terminal in Wilhelmshaven. Das ist nämlich an unserem Koalitionspartner unter anderem gescheitert, meine Damen und Herren. Wir hätten nicht die Notfallsituation, die wir heute haben. Wir sind ein Land der Windenergie, wir sind ein Land der Mobilität. Immerhin ein großer Automobilhersteller ist auch in diesem Land ansässig. Viele kennen ihn. Wir sind ein Land der maritimen Wirtschaft. Wir sind gemeinsam mit Bremen und Hamburg das drittgrößte Weltcluster der Luftfahrtindustrie. Wir sind aber vor allen Dingen auch eines. Niedersachsen ist ein Land der kleinen und mittelständischen Betriebe, der Handwerksunternehmen, der landwirtschaftlichen Betriebe, der produzierenden Betriebe. 99% der niedersächsischen Wirtschaft besteht aus denjenigen, die jeden Tag dafür sorgen, dass es in diesem Land läuft. Herzlichen Dank an unsere deutschen Klein- und Mittelständler. Und wollen die 8 Millionen Niedersachsen, wollen die sich ernsthaft wieder darüber unterhalten und streiten, ob man den Infrastrukturausbau, lieber Enerk Ferlemann,
voranbringen sollte. Wir haben in der letzten Legislaturperiode fast jedes Jahr 1 Milliarde Euro dank der Bundesregierung erhalten, um den Infrastrukturausbau voranzubringen. In den 5 Vorgängerjahren Rot-Grün kein Stück weit davon. Wir haben uns in den Vorgängerjahren in Niedersachsen über die Bildungspolitik gestritten mit Rot-Grün. Meine Damen und Herren, da stand nicht Rechnen, Lesen, Schreiben im Vordergrund, sondern Schreiben nach Hören. Das muss man sich mal vorstellen. Die Bildungspolitik von Rot-Grün war chaotisch. Und was will Rot-Grün noch? Sie wollen die Förderschulen in Niedersachsen abschaffen. Und ich sage, auch wenn es in anderen Bundesländern möglicherweise differenzierte Meinungen dazu gibt, ich war 2012 Präsident der Kultusministerkonferenz. Ich habe für alle Bundesländer das Thema Inklusion vorangebracht. Und einen Grundfehler macht Rot-Grün immer. Es gilt, das Wohl des Kindes in den Blick zu nehmen und nicht das Wollen der Ideologen. Und auch hier sind die klaren Unterschiede zwischen denjenigen, die alles gleich machen wollen, in gut gemeinten Glauben, und denjenigen, die eine differenzierte Bildungspolitik für die Kinder und Jugendlichen in unserem Land wollen, begabungsgerecht. Ich sage es an dieser Stelle. Ich stehe mit beiden Beinen als gebürtiger Niedersachse fest auf dem Boden Niedersachsens. Ich habe noch Kinder im Alter zwischen 11 bis 26. Ich weiß noch, was es heißt, Schule, weiterführende Schule, Studium, Ausbildung. Ich bin noch sehr nah an den Themen dran. Aber ich muss tatsächlich sagen, mit 7 Milliarden Euro wurde in Niedersachsen nicht das gemacht, was dieses Land eigentlich kann. Wir haben vieles versäumt und genau an dieser Stelle wird die CDU Niedersachsen einen Schwerpunkt setzen bei der zukünftigen Bildung der Kinder in unserem Land. Weil es um unsere Zukunft geht, wollen wir mit Blick auf die Bildung in unserem Land unsere Kinder besser ausstatten mit Unterrichtsversorgung und vor allen Dingen auch mit digitalen Unterrichtsmethoden in diesem Bundesland. Dabei wollen wir Gas geben. Liebe Freunde, auch auf die Gefahr hin, dass man sich wiederholt. Es gibt im Moment allerdings neben dem von mir gerade dargestellten Thema der Bildung kaum ein landespolitisches Thema, was wirklich durchdringt. Auch dessen bin ich mir in einer Landtagswahl am 9. Oktober bewusst. Es gibt ein Thema, was die meisten Menschen in unserem Land besorgt. Das ist die Frage der Energieversorgung. Das ist die Frage der Inflation. Das ist die Frage, wie geht es eigentlich weiter? Auf meinen über 40 Marktplatztouren bisher, durchs ganze Land, durch Dörfer, Städte und Gemeinden, bin ich auf viele Menschen getroffen. Vor mir stand eine aufgelöste, weinende, über 80-jährige alte Dame, die mir gesagt hat: Herr Althusmann, können Sie mir eigentlich sagen, wie es weitergeht? Ich weiß nicht, ob ich von meiner kleinen Rente in der Lage bin, die Gasrechnung noch zu bezahlen. Und wisst ihr was? Diese Ampel-Bundesregierung hat die Rentnerinnen und Rentner zumindest am Anfang zunächst vergessen. Bei der Belastung hat man sie aber nicht vergessen, die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Ich finde das schändlich, was diese Ampel bisher mit der alten Generation in Deutschland und auch in Niedersachsen gemacht hat. Die Gasumlage ist Murks. Sie ist nicht ausgereift. Sie wird kommen. Und wenn wir gleichzeitig damit Uniper finanzieren, meine Damen und Herren, ein Konzern, der Milliardengewinne vorher gemacht hat, darf man auch mal als Opposition im Bund, aber auch in den Ländern fragen, was macht ihr da eigentlich? Wo ist eigentlich der niedersächsische Ministerpräsident, der hier klar sagt, der Ampel, so kann es nicht funktionieren. Wir müssen die Menschen entlasten mit einer Strompreisbremse, mit einer Gasbremse, mit einem Deckel. Aber wir müssen vor allen Dingen auch eines tun. Wir müssen die mittelständischen Unternehmen, unsere Betriebe, unsere Handwerksunternehmen wieder mal in den Blick gewinnen. Das sind die Bäckereien, die Fleischereien. Das sind diejenigen, die jeden Tag hart arbeiten, die jetzt teilweise vor der Insolvenz stehen. Und meine Damen und Herren, man muss sich ja schon manchmal wundern, was so zur Insolvenz in diesem Bundesland, in Deutschland insgesamt so gesagt wird. Liebe Freunde, ich bin manchmal schon der Auffassung, man hat ja hin und wieder den Eindruck, dass der Herr Habeck nicht so ganz weiß, wovon er redet. Also
frei nach dem Motto, wer im Winter kein Gas hat, friert nicht, sondern er hört nur auf zu heizen. Meine Damen und Herren, wenn das der Anspruch ist, der Niedersachsen und der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, dann kann es doch nur eines geben. Bei der Landtagswahl am 9. Oktober muss auch in Niedersachsen der Ampel der Stecker gezogen werden, damit wir spätestens 2025 die Bundesregierung mit Friedrich Merz wieder stellen. Und als ein Wirtschaftsminister eines Bundeslandes, in dem zumindest ein Kernkraftwerk, lieber Alexander Dobrindt, steht, nämlich das Kernkraftwerk Emsland, möchte ich zu dieser Frage auch etwas sagen. Und ich weiß, dass wir uns hoffentlich dort überwiegend einig sind. Es geht nicht um den Ausstieg vom Ausstieg. Es geht nicht um die Rückkehr in die Atomkraft. Es geht darum, in einer Kriegs- und Krisensituation das zu tun, was notwendig ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass genau an dieser Stelle die Ampel in Berlin versagt. Sie handelt unverantwortlich. Die Sicherheit, die Energieversorgungssicherheit der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland wird fahrlässig und verantwortungslos aufs Spiel gesetzt. Wenn wir die Atomkraftwerke nicht länger laufen lassen, wird die deutsche Wirtschaft einen schwerwiegenden Schaden nehmen. Wo sind denn die gesetzgeberischen Maßnahmen der Bundesregierung, jetzt mehr als zwei Kohlekraftwerke mal endlich ans Netz zu bringen? Warum kriegen wir es nicht hin, dass in Deutschland endlich weniger als 15% Gas verstromt wird? Strom, der jetzt nach Frankreich exportiert wird. Und was wirklich beschämend für Deutschland wäre, wenn jetzt, und das hat der Bundeswirtschaftsminister mir gegenüber gesagt, wenn jetzt noch aus der zerstörten Ukraine über Ungarn nach Deutschland Strom importiert wird, aber wir unsere Atomkraftwerke abschalten. Liebe Freunde, heuchlerischer geht eine Ampelpolitik in Deutschland schlichtweg nicht. Aber ich möchte noch einen vorletzten Punkt nennen, dann komme ich auch zum Schluss. Liebe Freunde, Niedersachsen ist ein Agrarland. Niedersachsen mit Bayern, wir streiten immer ein wenig darüber, sind wir Agrarland Nummer 1 oder 2. Wir Niedersachsen sagen so bescheiden, wie wir nun mal sind, wir sind Agrarland Nummer 1. Aber liebe Freunde, und das will ich uns gar nicht ersparen, auch mal einen kurzen Blick zurückzublicken, darauf hinzuweisen, dass wir der deutschen Landwirtschaft, egal in welchem Bundesland, in den letzten Jahren eine ganze Menge zugemutet haben. Ob es nun Insektenschutzverordnungen waren, Kastenstände, Antibiotikaeinsätze, Düngeverordnung, Tierwohl, Kennzeichnung, ja, nein, alles gut und schön. Das war nicht immer vergnügungssteuerpflichtig und viele Landwirte kämpfen um ihre Existenz. Kürzlich stand ein Bauer in Salzgitter vor mir, ein Schweinebauer, und hat ebenfalls mir sehr klar gesagt, wissen Sie was, Herr Althusmann, meine Schweine hier sind nichts mehr wert. Ich lasse die einfach aus dem Stall raus und dann kann die Stadt Salzgitter zusehen, was sie mit diesen Schweinen macht. Denn ich kann mit denen Schweinen nichts mehr anfangen. Ich kann sie auch nicht mehr füttern, weil meine Existenzgrundlage nahezu zerstört ist. Und in einer solchen Situation, wo wir in Deutschland auch über Lebensmittelengpässe reden, neben dem Thema Energieversorgung, in einer solchen Situation, in Deutschland rote Gebiete, auch in Niedersachsen, um 20% auszuweiten. In einer solchen Situation auf Europaebene darüber zu spekulieren, debattieren und nicht zu entscheiden und wenn großzügig nur für ein Jahr die 4% der Ackerflächen den Landwirten zur Bewirtschaftung wieder zurückzugeben. Liebe Leute, das ist eine absolute Fehlentscheidung. Das ist ein Angriff auf die deutsche Landwirtschaft in Deutschland und auch damit eine Gefährdung der Lebensmittelsicherheit unseres Landes. Und liebe Freunde,
Liebe Freunde, alle anwesenden Europaabgeordneten ausgenommen, weil die ja der CDU, der EVP angehören. Aber eine Bitte habe ich dann doch. Und das würde ich auch der Kommissionspräsidentin sagen, die bekanntlich aus Niedersachsen kommt. Manchmal hat man ja so den Eindruck, Wahnsinn hat dann doch Methode. Frei nach Shakespeare. Aber, liebe Freunde, Pflanzenschutzverordnung jetzt auf den Weg zu bringen und damit die Hälfte der bisherigen Flächen in Deutschland der Agrarwirtschaft unseren Landwirtinnen und Landwirten zu entziehen, das ist ein Anschlag bei uns auf unser Land und damit auf unsere Lebensgrundlagen. Wann verstehen wir das auch in Europa, dass wir diese Lebensgrundlagen benötigen? Irgendwann müssen wir mal aufwachen. Meine Damen und Herren, wir werden in Niedersachsen uns an euch, an den Nordrhein-Westfalen orientieren. In einem Punkt auf jeden Fall. Ihr habt einen tollen Innenminister. Und wir werden genauso konsequent gegen Clankriminalität und organisierte Kriminalität in unserem Bundesland vorgehen, wie ihr in Nordrhein-Westfalen es uns vorgemacht habt. Genau das möchte ich auch in Niedersachsen. Recht, Sicherheit und Ordnung, das ist unsere Botschaft an die Menschen in diesem Land. Und ein allerletztes Thema will ich nennen, weil es mich wirklich bewegt. Und ich sage es bei meinen eigenen Parteifreunden in Niedersachsen immer und immer wieder, die kennen es. Aber ich möchte es auch an dieser Stelle sagen. Liebe Freunde, es gibt ein Thema, was viele ältere Menschen in unserem Land bewegt und wir haben meines Erachtens nicht immer ausreichende Antworten. Das ist das Thema der Pflege. Ältere Menschen in diesem Land werden mit ihrer Rente bei durchschnittlichen Kosten von 3.000 bis 5.000 Euro monatlich, bei den Renten, die die Menschen in Deutschland derzeit erhalten, die älteren Menschen, werden am Ende nicht mehr in der Lage sein, ihre stationäre oder ambulante Pflege ausreichend zu zahlen. Und ich möchte, dass wir auch in Niedersachsen sicherstellen, dass das Thema Pflege, Altersarmut kein Thema der Scham ist, weil ältere Menschen sich nicht trauen, zum Sozialamt zu gehen. Und deshalb werden wir, wie in Bayern auch, in Niedersachsen ein eigenes Landespflegegeld einführen, um den älteren Menschen, die dieses Land aufgebaut haben, auch ein Stück weit zurückzugeben für das, was sie in diesem Land geleistet haben. Auch das sind wir der älteren Generation in Deutschland schuldig. Liebe Freunde, die CDU in Niedersachsen hat eine gute Erfolgsstory geschrieben. Mit Ernst Albrecht, mit Christian Wulff, mit David McAllister. Das waren drei erfolgreiche Ministerpräsidenten und von deren Erfolgen zehrt die Partei noch heute, zehrt das Land noch heute. Und deshalb ist es Zeit, jetzt ein neues Kapitel, eine Erfolgsgeschichte für unser Bundesland neu zu schreiben. Die CDU Niedersachsen ist jünger und weiblicher. Wir sind erfahren und hochqualifiziert. Wir haben unsere Landesliste aufgestellt, mit jedem zweiten Platz ein Mann. Da ich die Liste anführe, mit jedem zweiten Platz eine Frau. Auch ohne den gestrigen Beschluss. Aber ich halte ihn auch für richtig. Ich halte ihn absolut für richtig. Ich habe einen klaren Plan für Niedersachsen. Ich habe einen klaren Plan für die Menschen in unserem Land. Wir haben eine klare Vorstellung, was die Menschen in unserem Land wirklich bewegt. Ich möchte gemeinsam mit meiner CDU Niedersachsen Ministerpräsident unzweifelhaft des schönsten, aber zumindest eines der schönsten Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland werden. Und das geht nur mit unserer gemeinsamen Hilfe als Familie der Union. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.